Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Bike-Build. Ich habe hier ein brandneues Soulfire 3 liegen, was wir aufbauen müssen. Und wir haben uns gedacht, anstatt euch einfach so wie sonst immer mitzunehmen, wollen wir euch diesmal ausführlich zeigen und vor allem erklären, was dazu gehört, so ein Bike aufzubauen, was ihr dafür braucht und worauf ihr achten müsst. Also wie baue ich ein Bike auf in 20 Minuten? Natürlich geht nur das Video so lang. Ihr solltet euch schon auf jeden Fall so einen halben Tag auf jeden Fall Zeit nehmen, damit ihr das Ganze vernünftig hinkriegt. Und das Wichtigste ist natürlich erstmal die Vorbereitung. Als allererstes ist es natürlich wichtig, dass ihr erstmal alle Teile, die ihr fürs Rad braucht, auch am Start habt. Häufig hapert es dann an so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel diese Oliven, die ihr für die Bremse braucht, falls ihr die noch entlüften müsst, beziehungsweise die Bremsleitung kürzen müsst. Also stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr alle wichtigen Teile am Start habt. Dann solltet ihr natürlich das richtige Werkzeug am Start haben und da gibt es ein paar Dinge, die ihr auf jeden Fall immer braucht. Abgesehen vom eigentlichen Werkzeug solltet ihr auf jeden Fall gutes Fett zum Schmieren dabei haben. Irgendeine Art Einpresswerkzeug. Ich zum Beispiel habe hier einfach so ein ganz simples, was eigentlich nur eine Gewindestange ist, mit ja, zwei Plastikaufsätzen, die dann Lager und so weiter einpressen können. Ja, so eine Art Gummi- oder Kunststoffhammer ist manchmal ganz hilfreich, wenn man Konus oder ähnliches aufschlagen muss. Dann braucht ihr häufig, um die Gabel zu kürzen, ja, so eine Art Rohrschneider. Das gibt es eigentlich in jedem Baumarkt. Ganz wichtig, Kettennieter braucht ihr auf jeden Fall. Gabelpumpe, um dann nachher euer Fahrwerk auch wirklich ja, fahrbereit zu machen. Reifenaufzieher kann ganz hilfreich sein manchmal. Eine Feile oder ähnliches, um diverse abgeschnittene Teile dann auch wieder zu entgraben. Dann braucht ihr noch so ein paar spezifische Werkzeuge und da ist immer das Problem, da gibt es verschiedene Arten und Größen. Ich zum Beispiel brauche jetzt hier für das Innenlager hier dieses Bottom Bracket Tool von SRAM. Da müsst ihr aber vorher sicherstellen, dass ihr auf jeden Fall die richtige Größe für euer Innenlager auch am Start habt, denn es kann einfach sein, dass es eine andere Norm ist und dann nicht mehr passt. Ansonsten, ja, Kettenpeitsche braucht man eigentlich nur zum Abziehen von Zahnkränzen. Also wenn ihr nur einen draufschrauben müsst, braucht ihr eigentlich nur diese Art von Werkzeug. Ich glaube, da gibt es aber auch noch ein paar verschiedene von. Da kommen wir dann aber gleich zu. Außerdem, was ihr sowieso fast immer braucht, ist ein paar Kabelbinder. Davon solltet ihr auf jeden Fall ein paar mehr in ein paar verschiedenen Größen am Start haben. Was natürlich extrem hilfreich ist, ist hier so ein Montageständer. Meiner ist ein bisschen in die Jahre gekommen und nur noch so halb funktionstüchtig. Aber nichtsdestotrotz, ihr fangt an mit drei Dingen. Und zwar nehmt ihr den Hauptrahmen, die Sattelklemme und die Sattelstütze. Und dann packt ihr natürlich erstmal die Sattelstütze in den Rahmen rein. Und an diesem Punkt braucht ihr die noch nicht zu fetten. Denn falls ihr die noch kürzen wollt später, müsst ihr die eh nochmal rausnehmen. Und dann ist es blöd, wenn die schon komplett voller Grease ist. Also am Anfang noch nicht direkt fetten, weil ihr nehmt die wahrscheinlich eh nochmal raus. Mit schön viel Platz oben rausstehen lassen, damit ihr das auch vernünftig einklemmen könnt. Und dann packt ihr erstmal euren Hauptrahmen in den Montageständer. Pro-Tipp an dieser Stelle, wenn euer 25 Euro Amazon Bike-Montageständer nach 4 Jahren dann so aussieht und ihr den mit der Wasserpumpzange festziehen müsst, dann ist es vielleicht mal an der Zeit, in einen neuen zu investieren. Könnt ihr anwenden, müsst ihr nicht anwenden. Muss einfach jeder selber wissen. Aber jetzt, ja, hier, guck mal, jetzt kommen wir einfach auf beiden Seiten mit. Womit ihr dann loslegt, ist euch so ein bisschen selber überlassen. Wir fangen jetzt mal mit dem Dämpfer an, einfach um dem von vornherein schon so ein bisschen Optik zu verleihen und nicht nur diese komische Alustange dazwischen zu haben. Wichtig ist, ihr braucht auf jeden Fall Imbusschlüssel aller Art und auch teilweise sind immer zweimal die gleiche Größe. Also nehmt auf jeden Fall am besten direkt zwei Sets. Wenn ihr also ein vollgefedertes Rad habt und einen Dämpfer einbauen müsst, ein bisschen aufpassen beim Ausbau, dass das nicht direkt gegen den Rahmen schlägt. So, wir machen weiter mit dem Innenlager. Dafür könnt ihr direkt schon mal euer Fett auspacken. Also bei so einem SRAM BSA Innenlager könnt ihr es einfach erstmal von Hand reindrehen. Am besten direkt beide gleichzeitig reinstecken, beide Seiten. Erstmal beidseitig zusammendrehen, dass es erstmal handfest ist. Nachdem ihr das Ganze gefettet habt natürlich. So, und dann kommt euer passender Tretlagerschlüssel ins Spiel. In diesem Fall halt eben der für das SRAM DUB DAB Tretlager, mit dem ihr das Ganze dann richtig festknallen könnt. So, das macht ihr natürlich auf beiden Seiten.
Also, das Drehmoment könnt ihr übrigens meistens den Teilen selber entnehmen. Es ist in, ich glaube, 99% der Fälle steht es drauf. In diesem Fall sind es 50 Newtonmeter. Wenn ihr habt, könnt ihr natürlich einen sehr großen Drehmomentschlüssel verwenden mit passendem Aufsatz. Ich denke, bei sowas hier kann man das aber auch einfach sehr stark einfach festziehen. Bei kleineren und fragileren Teilen solltet ihr auf jeden Fall dann Drehmomentschlüssel verwenden. Gerade wenn es um Carbonteile oder Ähnliches geht, ist das unvermeidlich. So, beim Steuersatz einpressen kann man theoretisch direkt beide gleichzeitig machen. Ich mache normalerweise immer einen nach dem anderen. Dann hat man auf einer Seite auf jeden Fall die gerade Auflagefläche. Und da muss man natürlich darauf achten, dass man das wirklich gerade reinkriegt und immer zwischendurch gucken, dass es sich nicht einseitig sehr stark verzieht. Falls doch, muss man gucken, ob man da so einen leichten Winkel quasi in die Gewindestange oder das Werkzeug kriegt. Ich glaube natürlich, mit je besser das Werkzeug, desto einfacher ist natürlich auch das gerade reinzukriegen. So, wenn der Steuersatz dann drin ist, müsst ihr als nächstes erstmal die Gabel anpassen. Wenn ihr komplett neue Gabel habt, dann müsst ihr erstmal den Kronos aufschlagen, der dann unten hier quasi in den Steuersatz reingeht. Dafür gibt es unter anderem spezielle Werkzeuge, so Aufschlagwerkzeug. Dafür gibt es aber auch, oder könnt ihr theoretisch auch einfach ein passendes Rohr nehmen, was genau hier drüber passt. Wenn ihr das nicht zur Hand habt, das ist jetzt nicht die beste Methode, aber dann könnt ihr auch einfach eine Art Gummi- oder Kunststoffhammer nehmen und das Ganze vorsichtig Stück für Stück aufschlagen. Vielleicht noch drunter irgendwie ein Stück Stoff oder so legen, dass ihr nichts verkratzt, und dann vorsichtig hämmern, bis der Konus wirklich unten komplett auf der Gabelkrone aufliegt. Wenn ihr den Gabelkonus dann drauf habt, dann könnt ihr die Gabel erst einmal komplett durchstecken, und zwar ohne die vorher zu fetten. Denn erstmal müssen wir noch den Gabelschaft kürzen, und dafür müssen wir erstmal anzeichnen, wo der ab muss. Das heißt, ihr steckt die einmal mit allen Anbauteilen ein. So, und dann müsst ihr so circa 1,5-2 mm, ich würde schon 2 mm lassen auf jeden Fall, unterhalb der Kante, also unterhalb der Oberkante des Vorbaus quasi den Gabelschaft abschneiden, weil es das ja noch ein bisschen reinzieht, und damit dann wirklich die Headkappe wirklich sich reinziehen kann. Denn wenn man hier oben drauf guckt, die gehen meist auch noch so 1 mm oder so nach unten, bevor die aufliegen. Deswegen braucht ihr da so einen minimal Platz halt, ja, damit da so ein Ticken Luft zwischen ist. Wenn die Headkappe quasi unten drin aufliegt, auf dem Gabelschaft, dann kann sich das halt nicht vernünftig zusammenziehen, und ihr habt andauernd Spiel vorne im Steuersatz. Ich nehme dann meistens ein Cuttermesser und mache so eine ganz kleine Kante in die Gabel rein. Und dann könnt ihr die ganze Gabel zunächst erst einmal wieder komplett ausbauen. Wichtig ist, dass in dem Moment, wo ihr das anzeichnen wollt, dass wirklich alles schon wirklich tight zusammensitzt und nicht irgendwie da noch großartig Spiel ist, weil das muss ich ja nachher sonst wieder erst wegziehen. Dann baut ihr erst wieder alles auseinander. Zunächst kommt dann der Rohrschneider ins Spiel. Gibt es, wie gesagt, in jedem herkömmlichen Baumarkt. Ist wahrscheinlich in erster Linie so für Sanitär und so weiter gedacht, aber funktioniert auch wunderbar mit einem Gabelschaft. Setzt ihr dann, wie gesagt, so circa 2 mm unterhalb eurer angezeichneten Linie an. Wenn ihr das Ganze dann auf die passende Länge gekürzt habt, müsst ihr das Ganze nur noch so ein bisschen entgraden, da es jetzt hier oben natürlich sehr scharfkantig ist. Könnt ihr einfach mit so einer herkömmlichen Metallfeile machen. Oder wie Sam Pilgrim einfach am Bordstein, das geht auch. Ein Schritt fehlt noch, bevor ihr die Gabel einsetzen könnt, und zwar müsst ihr noch die Gabelkralle einschlagen. Dafür gibt es auch wieder theoretisch direkt passendes Werkzeug. Man kann sich das aber auch einfach machen, indem man noch eine zweite Schraube für die Gabelkralle übrig hat, die man dann einfach nimmt, um die Kralle einzuschlagen. Ich verwende jetzt in diesem Fall schon mal, ja, sehr vorausschauend, eine spezielle Gabelkralle von Reverse, wo wir dann nachher irgendwann mal, das müssen wir nicht unbedingt heute machen, aber die vordere Bremsleitung durchlegen können, um das Fahrrad dann vielleicht mal wieder barspintauglich zu machen. Deswegen schlage ich auch von vornherein diese Gabelkralle ein, dann muss ich die andere nicht nachher wieder rausschlagen. Und das mache ich halt auch, indem ich einfach diese vorhandene, das ist sowieso eine etwas dickere Schraube, die als einfach relativ nah dran drehe und dann einfach mit dem Hammer einschlage. Beim Einschlagen darauf achten, dass ihr die Gabel irgendwo drauf ablegt oder abstellt, wodurch von unten nicht zerkratzt, das heißt auf irgendeinen halbwegs weichen Untergrund. Und sobald die Gabelkralle dann drin ist, darauf achten, nicht zu weit reinschlagen, aber auch nicht zu nah oben am Rand, sondern so, dass die Schraube halt noch gut packt. Ja, und dann könnt ihr die Gabel auch endlich einbauen. Dafür natürlich ganz wichtig als erstes, einmal den kompletten Steuersatz richtig gut fetten.
am besten nochmal richtig reinigen und im Idealfall dann die einzelnen Lager vielleicht noch einmal rausnehmen und dann einmal richtig schön von oben und unten mit Fett einschmieren. Man kann zwar auch zu viel reinmachen, aber prinzipiell lieber zu viel als zu wenig, das ist zumindest meine Devise. Die könnt ihr erstmal handfest ziehen, auch ruhig einmal erst vielleicht einen Ticken fester, damit sich das einmal alles richtig setzt da. Am Ende allerdings nicht zu fest, da sonst ja, ihr die Lager zu sehr zusammendrückt und sich die ganze Gabel vorne gar nicht mehr richtig im Steuersatz dreht. Deswegen vielleicht einmal einen Ticken fester und dann aber wieder einen Ticken lösen. So hält die Gabel auf jeden Fall erstmal. So, als nächstes machen wir die Kurbeln. Hier auch wieder wichtig, dass ihr das alles vernünftig einfettet im Innenlager, bevor ihr die Kurbel bzw. die Kurbelgarnitur aufsteckt. Das Ding ist jetzt folgendes, wenn ihr ein Fahrrad mit Kettenführung habt, was zum Beispiel hier jetzt der Fall ist, dann müsst ihr da so ein bisschen gucken und tüfteln, auf welche Distanz ihr die Kettenführung einbauen müsst. Und zwar ist das Ziel der Sache dann im Endeffekt, dass das Kettenblatt vorne zentriert hier vorne auch wirklich durchläuft. Und damit ihr das hinkriegt, muss halt die Kettenführung entweder direkt dran oder in einem gewissen Abstand zu den entsprechenden Gewinden eingebaut werden. Und da müsst ihr halt von vornherein ein bisschen gucken. Grundsätzlich ist es hilfreich, die Kettenführung schon vorher anzubauen, bevor ihr dann die Kurbelgarnitur aufsetzt, weil es sonst schwierig ist, da überhaupt dran zu kommen. Ich habe jetzt schon mal geguckt und ich hoffe, dass ich mit genau einem dicken Spacer jeweils hier drunter dann genau auskomme. Manchmal muss man aber auch im Nachhinein nochmal korrigieren und entweder mehr oder weniger Spacer drunter packen. Bei den Kettenführungen gibt es natürlich sehr viele verschiedene Modelle. Es gibt einige, die noch wesentlich mehr Einstellmöglichkeiten haben als diese hier. Die ist relativ simpel. Hier kann man nur oben quasi den Ausleger ein bisschen nach oben stellen. Das machen wir jetzt erstmal, damit wir die Kurbelgarnitur vernünftig aufsetzen können. Und dann gleich, sobald die Kette drauf ist, stellen wir das Ganze natürlich wieder passend nach unten ein. In diesem Fall ist das Ganze sogar schon so ein bisschen vorgefettet, aber wir haben jetzt trotzdem noch ein bisschen mehr drauf gemacht. Das kann nicht schaden. So, hier könnt ihr dann zumindest bei dieser Art von Kurbelgarnitur von SRAM das Ganze dann nochmal fixieren. Wenn da ein bisschen Spiel ist, könnt ihr das mit diesem Rädchen quasi dann nochmal ausgleichen und dann mit dieser kleinen 2mm Inbusschraube festziehen, damit es sich auch nicht wieder wegzieht. Zum Lenker gibt es grundsätzlich natürlich nicht ganz so viel zu sagen, das ist relativ selbsterklärend. Wichtig ist natürlich, dass ihr den zentriert ausrichtet und im Endeffekt sind die individuellen Einstellungen euch selbst überlassen. Da könnt ihr nur darauf achten beim Vorbau, dass ihr versucht, ihn gleichmäßig anzuziehen, alle Schrauben, und nicht auf der einen Seite eine große Lücke zu lassen und auf der anderen dafür gar keine oder ähnliches. Aber das ist, denke ich, grundsätzlich eigentlich sehr selbsterklärend und ja, im besten Fall natürlich auch direkt beim finalen Festmachen, dann mit dem Drehmomentschlüssel jetzt gerade, ziehe ich auch erstmal nur an, denn die Lenkereinstellung könnt ihr am Ende am besten machen, wenn das Rad auf dem Boden steht. So, wenn es hier hängt, ist es eh unmöglich. So, die Montage der Bremse ist, denke ich, auch grundsätzlich eher selbsterklärend. Hier oben die Schelle festmachen, dann haben häufig die Gabeln hier noch so einen Clip zum Festmachen. Und dann legt ihr das innenseitig quasi am Rad entlang und schraubt so ein fest. Das könnt ihr unten erstmal komplett locker lassen, da ihr die Bremse erst dann einstellen könnt, wenn auch das Rad mit der Bremsscheibe natürlich drin ist. Grundsätzlich habt ihr natürlich immer die Option, falls notwendig oder die Leitung zu lang, die zu kürzen. Machen wir jetzt allerdings an dem Punkt sowieso noch nicht, da wir vielleicht, wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt die Leitung hier oben durch den Steuersatz bzw. das Steuerrohr durchlegen, um das Ganze halt baspentauglich zu machen. Und deswegen fassen wir die Bremsleitungen heute gar nicht an, lassen die einfach komplett dicht, denn meistens sind die auch schon ab Werk komplett vernünftig entlüftet und funktionieren. Bei der Hinterradbremse natürlich prinzipiell das gleiche wie bei der Vorderradbremse. Wenn ihr das Glück habt, dass ihr die Leitung nicht durch den Rahmen legen müsst, ist sowieso meist alles easy. Ihr müsst nur ein bisschen darauf achten, wo ihr die Leitung dann langlegt. Im Endeffekt müsst ihr die meistens unter dem Rahmen dann herlegen. Und dann hier zum Beispiel gibt es dann extra noch Führungen für die Leitung. Geht dann quasi hinten am Hinterbau an der Kettenstrebe dann lang durch. Und dann müsst ihr auch zunächst erstmal nur leicht festschrauben, denn einstellen kommt wie gesagt erst später. Beim Schaltwerk bzw. Umwerfer an sich montieren gibt es bei fast allen Schaltwerken immer einen so einen kleinen Knopf. Wenn ihr das Schaltwerk auseinanderzieht, dann könnt ihr da drauf drücken und dann blockiert der den unteren Teil, dann hängt euch das nicht im Weg rum. Das könnt ihr auch perfekt machen, wenn ihr irgendwie andere Arbeiten an der Kette oder so machen müsst.
Aber so könnt ihr prinzipiell erstmal das Schaltwerk viel einfacher am Schaltauge anschrauben. So, Reifen aufziehen machen wir eben im Schnelldurchlauf. Ist, denke ich, logisch, wie das grundsätzlich funktioniert. Ein wichtiger Tipp ist nur, dass ihr vielleicht beim Aufziehen den äußeren bzw. den Flansch innen vom Reifen versucht, ganz innen in der Felge zu halten. Dann ist es einfacher, den Reifen wirklich über die Felge rüber zu kriegen. Wie ihr gerade gesehen habt, um diese Kassette dann vernünftig zu montieren, in dem Fall ist das hier so eine mit XD-Aufnahme bzw. die Narbe mit XD-Freilauf, braucht ihr auf jeden Fall so einen Kassettenabzieher bzw. so eine Kassettensteknuss, um das dann vernünftig festziehen zu können. Normalerweise glaube ich so um die 40 Newtonmeter. Bremseneinstellung ist eigentlich recht simpel. Im Endeffekt geht es ja nur darum, dass die Scheibe mittig genau durch die Bremsbeläge läuft und wenn euer Vorderrad oder eure Räder allgemein vernünftig eingebaut sind, könnt ihr einfach die Innenbusschrauben hier oben lösen, sodass er ganz leicht spiel ist und dann könnt ihr im Endeffekt das Rad drehen und den Bremsblock so lange anpassen, bis er bis die Scheibe genau mittig läuft. Wenn die Scheibe mittig läuft, sollte dann kein Geräusch mehr zu hören sein. Falls ihr es nicht hinkriegt, unter keinen Umständen, dann kann es an zwei Sachen liegen. Erstens könnte eure Scheibe verbogen sein, dann könnt ihr die versuchen vorsichtig gerade zu biegen, dafür gibt es auch extra Richtwerkzeug. Oder eure Bremsbeläge sind einfach zu dicht aneinander, sodass es gar nicht die Möglichkeit gibt, dass die Bremsscheibe ohne Berührungspunkte da durchläuft. Dann müsst ihr die Bremse wahrscheinlich einmal komplett neu einstellen. So, bei den Pedalen wieder das übliche Spiel, schön einfetten. Im Idealfall habt ihr einen Pedalschlüssel, mit dem ihr so richtig Newtonmeter da drauf klatschen könnt. Gehe ich mal davon aus, dass die meisten den aber nicht haben werden. Wie gesagt, im Idealfall habt ihr einen Pedalschlüssel, falls nicht, am besten einen Imbus mit relativ viel Hebel, dass ihr da wirklich gut Kraft aufwenden könnt. Bei den Pedalen gibt es eigentlich nur eine Sache zu beachten, und zwar ist es so, dass ihr bei der Pedale auf der rechten Seite ein ganz reguläres Rechtsgewinde habt, also auch im Uhrzeigersinn festdreht. Bei der anderen Seite, das heißt bei der linken Pedale, ist es grundsätzlich so, dass ihr ein Linksgewinde habt und das Ganze natürlich andersrum festdrehen müsst. Das ist eine von den seltenen Fällen, wo man mal ein Linksgewinde hat. Was man vielleicht ab und zu mal vergessen könnte, wäre halt diese Ansteckhülsen auf die Schaltzughülle zu machen, wenn man die montiert. Und ganz wichtiges Werkzeug ist natürlich auch noch so ein Seitenschneider, nicht nur für die Kabelbinder, sondern eben auch für diverse Hüllen. Die darf jetzt nicht zu lose sein, also ich darf es jetzt nicht zu kurz abschneiden, sondern das hier so im leichten Bogen quasi noch, damit die noch so ein bisschen auf Spannung ist, beziehungsweise auf Druck ist. So im Schaltwerk ist immer so ein bisschen Gefriemel, dass man den Bautenzug da überall richtig durchbekommt. Bevor ihr hinten die Kette anbringt und den Bautenzug festzieht, zieht ihr am besten erstmal stellt die Anschläge vom Schaltwerk ein hinten, sodass es quasi das obere Ritzel von dem Schaltwerk parallel bzw. exakt gerade läuft mit dem kleinsten Ritzel am Zahnkranz. Dann drückt ihr das Ganze mit dem Daumen nach innen und stellt den inneren Anschlag ein, dass das Schaltwerk nicht weiter nach innen kommen kann, sondern auch mit dem oberen Ritzel parallel läuft zum größten Kettenblatt. Bei den meisten Schaltwerken ist es so, beziehungsweise bei dem hier und bei den meisten, die ich kenne, ist es so, dass hier die obere Schraube bzw. die linke für den rechten Anschlag ist und die rechte für den linken Anschlag zuständig ist. Und das ist auch, glaube ich, bei den meisten Schaltwerken so, aber ich will nichts versprechen. Und dann könnt ihr als nächstes den Bautenzug vernünftig festziehen, indem ihr einfach auf Spannung ist, aber nicht so, dass ihr den zu weit durchzieht. Und dann könnt ihr die Kette anbringen, das macht ihr dann auch, während die Kette auf dem kleinsten Ritzel aufliegt, beziehungsweise das Schaltwerk natürlich im höchsten Gang. Bringt die Kette dann so an, dass sie leicht auf Spannung ist. Das ist ja der entspannteste Gang für die Kette in dem Fall. Und die muss ja trotzdem noch leicht auf Spannung sein, das heißt, da darf die nicht durchhängen. Dann sollte erstmal das Grundprinzip eurer Schaltung funktionieren. Und was dann die Feinjustierung angeht, könnt ihr es natürlich dann direkt oben am Schalthebel machen. So. Dann müsst ihr den Bautenzug nur noch abkneifen mit dem Seitenschneider und dann braucht ihr hier diese kleine Endhülse, die ihr hoffentlich am Start habt.
könnt ihr drüber stülpen, vorsichtig mit dem Seitenschneider, am besten mit der stumpfen Zange, so ein bisschen festkneifen, dass sie sich gut auf den Bautenzug beißt. Und dann ist die Sache fertig. Das sind so erstmal die ganzen Aufbaumaßnahmen zusammengefasst. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch runternehmen und die ganzen Feintuning-Einstellungen machen, sprich Fahrwerk, Lenker, Vorbau und diese Einstellungen alle machen. Was dann den Lenker bzw. den Winkel, mit dem ihr den Lenker einstellt, angeht, das ist natürlich sehr individuell, wie ihr das gerne möchtet. Und hängt natürlich auch ein bisschen vom Fahrstil und vom Fahrrad ab, was ihr gerade zusammenbaut. Da könnt ihr jetzt einen Drehmomentschlüssel verwenden, denn die Schrauben bzw. die Gewinde, muss man ja eher sagen, von diesen Teilen halten nicht ganz so viel aus, aber ist auch nicht unbedingt notwendig, kann man auch normalerweise gut nach Gefühl machen. So. Dann natürlich die Armaturen vorne noch einstellen, aber wie gesagt, auch sehr individuell. Beim Fahrwerk müsst ihr dann in den meisten Fällen erstmal noch Luft aufpumpen. Dazu braucht ihr dann dementsprechend natürlich auch eine Gabelpumpe. Da müsst ihr euch dann jeweils auch individuell informieren, wie viel Luftdruck eure Komponenten aushalten, beziehungsweise wie viel empfohlen ist für euer jeweiliges Gewicht. Das ist natürlich je nach Marke und Modell komplett unterschiedlich. Wenn ihr vorne die Leitung habt, könnt ihr natürlich auch noch zum Beispiel mit einem Kabelbinder oder ähnliches einfach zusammenbinden. Ich entschuldige mich an dieser Stelle auch für diese unnormal langen Leitungen, aber wie gesagt, das hat schon einen Grund, dass ich die so lang lasse. Wenn wir das Ganze wieder wirklich barspin-tauglich umbauen wollen, dann müssen die Leitungen halt einfach so lang bleiben, geht nicht anders. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn man mit einem Schaltwerkfahrrad Barspins macht, dann immer ein bisschen die Gefahr besteht, dass der Bautenzug dann doch ein bisschen Zug bekommt und die Gänge dann trotzdem umspringen. So viel erstmal zum grundsätzlichen Aufbau. Ich hoffe, ihr konntet da schon mal einige Tipps mitnehmen. Und wir sind jetzt aber noch nicht ganz fertig. Gerade was das Enddesign des Rads angeht, werden wir jetzt auf jeden Fall noch die All-Mountain-Style-Frame-Guards anbringen. Fand ich gerade bei einem schwarzen Rahmen immer sehr geil, da noch so ein bisschen mehr Akzente reinzubringen. Und ich überlege, ob ich auch die gelben Decals noch andersfarbig mache. Einfach, weil ich es jetzt schon so lange immer mit dem Gelb hatte und ich fände was anderes mal cool. Gucken wir mal, was wir da auf die Schnelle machen können. Als letzter Step dann nicht vergessen, die Sattelschütze noch zu fetten. Das hatten wir ja vorher nicht gemacht, weil wir die noch so oft umstellen mussten. Und damit ist das Bike vorerst mal fertig. Gerade stören mich die langen Leitungen selber so ein bisschen hier vorne. Wir haben optisch jetzt versucht. Wir hatten nämlich noch die silbernen rose Decals. Die sind allerdings ein Ticken zu klein geplottet. Deswegen hat das Ganze jetzt quasi noch den Neonschein hier von außen. Hat nicht 100% hingehauen, aber das Gute ist, es sind ja nur Aufkleber, das heißt, wir können sie einfach wieder abmachen, wir können theoretisch anderes farbige drüber kleben, haben da einige Optionen. Genau das gleiche gilt für dieses All-Mountain-Style Frameguard-Kit, was ich eigentlich persönlich ziemlich geil finde mit diesem Schwarz-Weiß-Look jetzt, was wir auch bei dem alten Freeride-Bike schon hatten. Und auch da wieder das Geile halt, man hat halt die Option, man kann sich das Bike irgendwie neu designen und wenn man dann keinen Bock mehr drauf hat, holt man sich halt ein anderes oder macht es wieder ab. Das ist halt echt das Geile, man muss nicht direkt irgendwie den kompletten Rahmen umlackieren oder so. Und das ist mein neues, ja, super Enduro hat, keine Ahnung, Enduro Freeride Bike, denn es hat ja immerhin hinten die 12-fach Kassette drauf, das heißt, es ist theoretisch noch Enduro tauglich. Was dafür natürlich fehlt, ist die Servosattelstütze, aber trotzdem 180 mm Federweg vorne, was natürlich schon eher komplett Freeride-lastig natürlich ist. Das andere Bike habe ich natürlich auch noch, das haben wir ja letztes Jahr auf Single Speed umgebaut, so als Slope Duro Bike. Und jetzt habe ich wieder ein voll taugliches Bikepack Enduro Freeride Bike. Rose Soulfire 3 als Custom Aufbau. Ich hoffe, ihr konntet jetzt diesem Video mal ein bisschen was an Tipps und Tricks bzw. einfach an Knowledge entnehmen, wie man grundsätzlich so ein Mountainbike aufbaut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, wie immer, Leute, gerne ein Like da lassen, würde mich freuen. Genauso, wenn ihr ein Abo da lasst und lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Lasst mich wissen, was ihr noch wissen wollt. Außerdem, ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die sich darüber aufregen, darüber, dass wir, also es gibt ja nicht nur mich, da gibt es noch ein paar andere Leute, die immer wieder neue Räder aufbauen. Das ist halt unser Job. Wir fahren halt Fahrrad und dementsprechend kann ich sagen, da werden auch demnächst noch mindestens 2 weitere Bikes kommen und das werden eben nicht einfach nur die normalen, sondern wir werden 2 Custom Bikes aufbauen, die wir selber designen. Also ja, könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. So,
Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Peace.